Hallo, heute möchte ich euch gerne aus meinem eigenen Buch, das heißt Dhamsata und sein Leben nach dem Tod, etwas vorlesen. Vorwort: Warum sterben wir? Was kommt denn nach dem Tod? Jedes Leben auf diesem Planeten wird irgendwann enden. Den meisten Menschen ist dies nicht bewusst oder sie verdrängen es in ihrem Alltag. Wenn dann ein nahestehendes Wesen sterben muss, kommt die Trauer, die Wut und die Verzweiflung. Oft wird auch dann erst bewusst, dass wir selbst auch einmal sterben müssen. Leider wissen die wenigsten, dass der Tod eben nicht das absolute Ende bedeutet, sondern nur einen Übergang in eine andere Dimension darstellt. Von diesen Übergängen erzählt dieses Buch mit seinem Hauptdarsteller Dhamsata. In seinen kurzen Geschichten zeigt er uns, was das Leben so bringt und was uns nach dem Tod erwartet. Kapitel 1: Dhamsata, der Baum. In allen Multiversen tummeln sich eine unendliche Zahl an winzig kleinen Energieteilchen namens MGHs. Sie veranstalten die verrücktesten Sachen, formatieren sich zu grellen Blitzen, bilden einen Kreis, türmen sich bis zu einem Kilometer in die Höhe oder rennen um die Wette. Sie sind glücklich und verspielt und jeder von ihnen trägt das Wissen über die Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft und die Ewigkeit in sich. Unter ihnen lebt auch Dhamsata, ein kleines, freches und unermüdlich auf- und abspringendes MGH. Es hat Millionen Freunde um sich herum, mit denen es täglich spielen und lernen kann. Eines Tages, als Dhamsata sich gerade wieder mit seinen Freunden in einen Blitz verwandeln will, wird er urplötzlich hinweggezogen. Er kennt dieses Gefühl. Das hat er schon oft in seinem langen Dasein erlebt. Er ist wahnsinnig neugierig, was ihn dieses Mal erwartet. Nach einigen Sekunden der Schwerelosigkeit und Leere erwacht er in einer ihm fremden Welt. Er reißt die Augen auf, aber er kann nichts sehen. Es ist völlig dunkel um ihn herum. Sein Herz beginnt zu rasen und in seinem Bauch fühlt es sich an, als ob da 1000 kleine Krabbelkäfer Fußball spielen. Er ist wahnsinnig neugierig, hat aber auch gleichzeitig ein mulmiges Gefühl. Doch nun nimmt er all seinen Mut zusammen, atmet ganz tief durch und überlegt: Hier ist es dunkel, aber auch feucht und warm. Wo bin ich nur? Er flüstert leise: Ist da jemand? Ja, hört er es plötzlich neben sich. Ich bin Pulsa. Und ich bin Kumsa. 100 Namen werden ihm zugeflüstert. Hey, Freunde! Freue mich, euch alle zu hören. Ich bin Dhamsata. Seid ihr auch mit dem großen Zug hierher gekommen? Ja, antwortet Pulsar. Hast du eine Ahnung, wo wir hier sind? Nein, aber es tut unheimlich gut zu wissen, dass ich nicht alleine bin. Sie beschließen, abzuwarten, was geschieht. Meistens, das wissen die MGHs aus Erfahrung, muss man einfach ein bisschen Geduld und Vertrauen haben. So dösen sie einige Wochen vor sich hin und denken über die Vergangenheit nach. Sie erinnern sich an all die vielen anderen Freunde, die zurückgeblieben sind, und an die verrückten Ideen, die sie immer zusammen hatten. Sie kichern oft amüsiert vor sich hin und wackeln dabei in ihrem engen Zuhause auf und ab. Dies ist ja bekanntlich auch die Lieblingsbeschäftigung von Dhamsata.
An einem neuen Morgen macht Damsata eine aufregende Entdeckung. Wenn er nach oben blickt, kann er etwas Helles erkennen. Er freut sich riesig. Da ist ein Licht, freut er sich. Da will ich hin. Huhu, habt ihr das Helle da oben entdeckt? Ruft er aufgeregt seinen Freunden zu. Oh, du hast recht, da scheint Licht zu sein. Damsata reckt und streckt sich nach oben. Um ihn herum wird eine Art Hülle immer größer und größer. Einige Tage später durchstößt Damsata den weichen Boden und ist an der Oberfläche angekommen. Die Sonne scheint ihm hell entgegen und wärmt ihn und seine neue Hülle ganz zärtlich. Er bricht in freudigem Jubel aus. Nachdem er sich wieder etwas beruhigt hat, schaut sich Damsata vorsichtig um. Neben sich entdeckt er einen riesengroßen Baum. Wie heißt du? Wer bist du? Stottert Damsata. Der Baum antwortet mit ruhiger Stimme. Mein Name ist Bukurotu und ich bin ein Mammutbaum. Schon seit 2567 Jahren lebe ich hier in diesem Wald. Ich beobachte alles, was um mich herum vor sich geht. Boah, so lange bist du schon hier, sprudelt es aus Damsata heraus. Da kannst du sicher tolle Geschichten erzählen. Jetzt sieht Damsata an sich herab. Er entdeckt einen Stängel und kleine Äste mit Knospen. Ui, ich bin ja auch ein Baum, strahlt er. Ho, 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 ein Baum bist du noch nicht. Eher ein zartes Pflänzchen, brummt der Mammutbaum amüsiert vor sich hin. Damsata verzieht das Gesicht und schaut beleidigt in die andere Richtung. Nun sei nicht eingeschnappt, sagt Bukurotu mit besänftigendem Unterton. Komm, ich erzähl dir ein paar Geschichten aus meinem langen Leben. Oh ja, freut sich Damsata. Ich glaube, auf diesem Planeten war ich noch nie. Wie heißt er? Und in welchem Universum befindet er sich? Wer wohnt hier? Was gibt es zu entdecken? Damsata überschlägt es fast die Stimme, so aufgeregt und wissbegierig ist er. Der alte Baum lacht. Nur die Ruhe, mein Junge. Wir haben Zeit, sehr viel Zeit. Ich werde dich schon in die Geheimnisse hier einweihen. Also, beginnt Bukurotu mit sanfter, ruhiger Stimme. Dieser Planet heißt Erde.